Fuck Shinobi, Bümpf, Double Dragon, heute. Was ist ein Bümpf, fragen wir uns alle. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Speedrandale, dem schnellsten Speedrun-Format, das es auf Rocket Beans TV gibt. Mhm. Und dem einzigen, aber dem schnellsten dadurch automatisch. Und dem besten aber auch. Ja, finde ich auch. Ne? Also zumindest Drittel der Folgen ist okay. Ja. Der Rest muss man mal schauen. Ihr seht da draußen, ihr könnt gerne natürlich auch hier supporten, liken, alles drum und dran. Aber abgesehen davon wollen wir uns natürlich den Speedruns widmen. Sia, mhm. Schön, dass du da bist. Dankeschön, schön, dass du da bist. Ja. Und wer ist denn noch da? Umso schöner, da. Er ist versteckt. Er hat sich versteckt. Ah, jetzt ist er da. Hey. Wie so ein richtiger Ninja. Ja, Mann. Richtig gibt's ab. Burn, du, schön, dass du da bist. Hallo. Es geht weiter mit dem Master-System-Reigen. Mhm. Und du hast zwar noch so ein schönes, fettes Programm, was du uns liefern kannst, aber wir haben uns entschieden, wir wollen mal ein bisschen Uffe Fresse. Ja. Wir haben auch videospieltechnisch. Wir hatten sehr viel Fröhliches, wir hatten ein bisschen Sonic, wir hatten ein bisschen Mickey Mouse und jetzt wollen wir aber in die Fresse. Genau, und sie hast dir speziell gewünscht, weil wir werden gleich sehen, Shinobi, einer der größten Sega-Klassiker, den du aber hauptsächlich in der Arcade-Version erlebt hast. Ja? Richtig, wie gesagt, also schon in vorigen Episoden, wir hatten damals eine Arcade-Station bei uns zu Hause mit zwei Spielen. Das eine war Snow Brothers und das andere war Shinobi. Dieses Shinobi, was wir jetzt hier sehen werden. Fast. Und ich hab's wirklich geliebt. Also, naja, fast. Dieses Shinobi. Vielleicht nicht ganz so schön wie auf der Arcade, aber. Wobei, Berlin, du kannst wahrscheinlich sagen, also ich fand immer, es war eine sehr schöne Umsetzung auf dem Master-System, oder? Ja, also wenn man das mit den Arcade und der Grafikmöglichkeit damals vergleicht, haben sie echt einen super Job gemacht für die 8-Bit-Version und haben eigentlich so gut wie alles übernommen. Haben den Schwierigkeitsgrad in meiner Ansicht zwar vereinfacht, was Lebensanzeige angeht, aber erschwert, was so einige Sprünge angeht, sagen wir es jetzt mal so. Es gibt so ein richtig schlimmes Level nachher, aber weitere Geschichte hier, natürlich, du verlierst alle deine Power-Ups, das gab es in der Arcade gar nicht. Da gab es halt von Anfang an hattest du Magie und ja, also beide haben eine Schwierigkeit und beide haben eine Leichtigkeit, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein schön charmantes Spiel, aber sehr böse. Und dafür, dass man gar kein Ende bekommt, finde ich es ziemlich schwer. Ja. Weil das Ende ist Game Over, danke. Ja. Mehr hast du auch nicht verdient, du Ninja Dog. Also, hätten die bei Tekken gesagt wahrscheinlich. Ja, da das ein vergleichsweise kurzer Speedrun sein wird, durch dein Talent, werden wir noch ein zweites Spiel nachher sehen. Reden wir gleich nochmal drüber, haben wir kurz angedeutet. Aber wenn du magst, kannst du dich gerne schon mal in Shinobi stürzen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Und ich will nur ganz kurz sagen, wie gesagt, ich hoffe, es passiert nicht, aber sollte ich sterben, verliere ich alle Leben, verliere ich alle Waffen und dann macht es eigentlich keinen Sinn, weiterzuspielen. Okay. Wollte es nur angesteuert haben, aber ich hoffe, ich krieg's durch. Und, ja, du sagst Bescheid, wir sehen das dann als Showcase. Ja. Hier, ne? Genau. Aber bei PB ist beschweren wir uns nicht. Ihr müsst nur Bescheid sagen, Countdown ziehen und dann können wir auch loslegen. Alles klar. Ingame-Aufnahme läuft bei dir, ja? Ja. Alles klar, Sie darfst gerne. Alles klar, dann legen wir los in 3, 2, 1, go! Müssen wir nochmal. Du hast nämlich genau dann go gesagt, als es in das Ingame gegangen ist. Nicht so wild. Okay, dann mach nochmal. Achso, du bist da, du bist noch nicht drin. Okay, okay. Doch, ich dachte, du wärst. 3, 2, 1, go! Ja, was machst du denn? Los geht's! So. Die meisten Masters of Timing. Gut, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, der hat einen Namen. Joe Musashi. Genau, und wir können tatsächlich nur einen Ninja-Stern werfen. Mhm. Und immer wenn wir einen Gegner treffen, können wir einen weiteren Ninja-Stern werfen. Und das machen wir uns zunutze. Deswegen sieht es immer so aus, als ob wir zweimal werfen. Aber wir werfen tatsächlich nur einen und werfen genau dann, wenn der sozusagen getroffen hat, okay. Dann werfen wir einen weiteren. Also eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, du musst die Geiseln gar nicht befreien. Nee, das musst du tatsächlich nur in der Arcade, da musst du alle Geiseln befreien. Und hier musst du nur die Geiseln befreien, die du befreien möchtest. Marilyn Monroe und Spider-Man. Nee, Captain America, oder? Mit der Farbgebung. Captain Spider. Ja, es ist eh so eine Sache mit Popkulturreferenzen. Ui.
Popkulturreferenzen, was da drin sein kann. Ja. Gerade bei Super Shinobi haben sie sehr viel genommen, ohne zu fragen. Spider-Man, Godzilla, Terminator, alle sind dabei. Aber auch hier gibt es eben schon einen Spider-Man-artigen Charakter, der je nach Version auch unterschiedlich gefärbt ist. Hier haben wir den in den Captain America-Farben. Mhm. So, und der ist auch schon der erste Boss, Ken O. Mhm. Und wir hatten ja auch Alex Kidd in Shinobi World. Oh. Und da ist es Mario gewesen und das ist so die Anlehnung. Also wer Shinobi hier sieht, der versteht dann auch so den Zusammenhang zu Alex Kidd in Shinobi World. Mhm. Dass die beiden Entwicklerteams, also dass die Entwicklerteams bei beiden Spielen mitgearbeitet haben, das sieht man hier ganz eindeutig. Ja. Auch was die Hintergrundgeschichte angeht, sozusagen hier der Hafen. Also, ich wollte nur eine Brücke schlagen zu dem anderen Spieler, den ich euch gezeigt habe. War so schrecklich. In der Arcade erinnere ich mich noch. Da kam immer so eine Viecher aus dem Wasser, haben dich immer weggeschlagen. Oh, Taucher. Die Taucher, das sind keine Viecher, das sind Taucher. Ach, genau. Wir müssen mal mitbringen. Ich habe daheim noch Shinobi X für den Saturn. Oh, das ist auch cool. Ja. Hatte sehr cheesy Cutscenes, aber war geil. Eine ganz andere Hausnummer. Das ist natürlich mit real gedrehten Schauspielern. Ja, hier sieht man natürlich, das Master System kann nicht so riesige Sprites wie die Arcades dann darstellen, aber deshalb haben sie auch beim Level-Design ein klein bisschen adaptiert. Mhm. Diese Ninjas hier, die sind sehr, sehr schlimm. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und grün ist noch die Anfangsstufe, glaube ich. Die sind noch nicht ganz so schlimm, aber. Sind die leichtesten, theoretisch. Danach kommen, glaube ich, die blauen und ab da fängt es schon an, sehr, sehr schwierig zu werden. Kriegst du hier auch Power-Ups, wenn du Geiseln befreist? Ja, tatsächlich. Das sieht man hier wunderbar. Oh. Und das ist das, was ich meinte mit. Nein! Oh, Pinball haben sie aus dir gemacht. Jetzt müssten wir endlich nochmal von vorne starten. Ach ja? Hast du alles verloren? Ja, ich gestorben. Ich habe alles verloren. Ja, dann. Wir haben 3 Minuten erst. Du kannst. Ja, aber bei 3 Minuten können wir nochmal resetten, meine Freunde. Ja, okay, die Zeit läuft aber durch. Ja. Aber jetzt habt ihr gesehen, was los ist. Wenn Stunlock-mäßig. Aber gut. Ich mache jetzt mal einen Countdown. 3, 2, 1 und go. Alright. Wir lassen durchlaufen. Ja. Es tut mir leid. Kein Thema. Es tut mir leid. Können wir die Filme erste Stage nochmal sehen? Ja, großes Problem, wie wir gerade gesehen haben. HP, alles weg. Waffen, alles weg. Mhm. Dann ist es fast unmöglich, das Spiel. Also, wenn man am Anfang stirbt, okay, ist nicht ganz so schlimm, aber je später man stirbt, desto eher ist es dann auch so, dass man als Speedrunner resetten muss und Casual geht man dann sehr schnell drauf, so nach dem Motto. Ah, überhaupt. Das ist immer so, je nachdem, wie es was balanciert, wenn du manche Sachen hast, die dann nicht so einen Instant-Respawn haben, hast du überhaupt noch mal die Gelegenheit, wie bei einem Shoot'em'up, neue Waffen einzusammeln oder bist du einfach so schutzlos, dass du sofort in den Game Over reinfliegst? Wir wollten einfach nochmal Marilyn Monroe sehen. Natürlich. Aber ja, zum Thema Copyright, ich weiß nicht, warum das Spiel dann auch rauskommen durfte oder nicht dann auch vom Markt genommen wurde mit den Copyrights, wie du schon sagst, ne? Es ist schwierig. Spider-Man. Mal Parodierechte, Nicht-Parodie-Geschichten. Also in Amerika gibt es ganz andere Regularien, da geht sehr viel durch im Namen der Parodie. Nicht umsonst gibt es dann von allen großen Franchises dann Erwachsenenfilme, nennen wir es mal so, wo einfach a parody am Ende dran steht. Bei Videospielen ist es wieder ein bisschen kniffliger. Also, wer weiß. Ursprünglich sollte ja auch mal, du hast ja Mario quasi genannt als Alex Kidd-Variante von dem Boss hier. Der sollte ja tatsächlich auch mal so ein bisschen wie Super Mario aussehen in der Vorabfassung. Hat auch noch den dicken Kopf und den Schnurrbart und alles. Haben sich nicht ganz getraut am Ende. Hier fehlen natürlich auch die, fehlen in Anführungsstrichen, aber die Bonus-Stages waren in der Arcade natürlich immer ganz herausragend. Cool. Diese Schießbude mit den Ninjas. Mhm. Die waren übrigens automatisch in der Arcade, aber hier musst du ein bestimmtes Kind einsammeln, um die Bonus-Stages zu bekommen. Okay. Also ich könnte die euch zeigen, aber ist natürlich im Speedrun. Im Speedrun relativ sinnfrei, hast du recht. Und beim Automaten musst du ja eh die Geiseln mitnehmen. Also so oder so. Genau. Ich mochte die Bonus-Stages in Shadow Dancer tatsächlich lieber, wo du runtergefallen bist, genau. Ja. Die waren nice. Welche Shadow Dancer aber? Mega Drive oder Arcade-Version? Das sind ja auch Unterschiede. Ich kenne nur Mega Drive-Version. Und ich kenne auch Master System-Version, aber ich habe hauptsächlich nur die Mega Drive-Version gespielt. Die Arcade kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ja, die Arcade ist eben einigermaßen anders. Die beginnt ja auch am Flughafen zum Beispiel. Na, also die haben schon Level-Design-Technisch. Ich hatte auch die japanische Mega Drive-Version, aber daheim später.
sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, da, bei dem fand ich schade, dass das originale Shinobi eben nie auf Mega Drive erschienen ist. Das war eben ja leider nicht die Zeit dafür mehr. Aber immerhin auf dem Master System. Weil, ne? Im Heimbereich ist es auf jeden Fall sehr sinnig, die, wenn dann, als Heimversion zu spielen. Müsste sogar auf dem NES noch eine geben. Weil es gab ja auch durchaus auch mal so frühe Sega-Lizenzen, die dann auf NES rausgekommen sind. Weiß es gibt ein Altered Beast dafür da zum Beispiel, ein ganz schlechtes. Das muss ich spielen. Wenn du es noch nie gesehen hast, dann musst du es nicht spielen. Ja. Ne? Das ist okay. Mit einer der schlechtesten Versionen. Hier sind die Taucher wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Hey, warte mal, du bist gerade ins Wasser gesprungen und du hast es überlebt? Ja. Okay, das ist neu. Die Füße sind das geworden. Ui, ui, ui. Oh. Alles klar. So, ein bisschen aufpassen. Aber wir sollten es hoffentlich schaffen. Alter, ey. Und diese präzisen Sprünge sind halt das Schlimmste an dem ganzen Spiel. So, und jetzt kommt der Boss. Und normalerweise, ne, Casual dauert ein bisschen länger. Muss ich noch einen Quick hier hinkriegen. Okay, mit den Waffen ist vielleicht anders. Der war auch sehr nervig, der Boss immer. Ach, du kriegst nicht mal dein Life restored nach jeder Stage? Nein, nur nach dem Level selbst. Uiuiui. Ui. Also jetzt kriegst du den Life restored. Hm. Und nur weil du halt das neue Level sozusagen, den neuen Boss vorgestellt bekommst, dann kriegst du es restored. Und wir starten halt immer mit 6, also wir haben ja 6 HP und können dann halt mittels der Kinder, die wir einsammeln, halt mehr HP dazu bekommen, bessere Waffen bekommen und das verlieren wir alles sofort mit einem Tod und deswegen ist das halt ein ziemlich ekliger Speedrun, weil du kannst es dann nicht weiterspielen und das ist eigentlich auch kein Run, den man in einem Marathon spielen kann. Mhm. Da sind die blauen Ninjas, die sind nervig. Genau, die rumspringen dann und ja, es gab einen sogenannten Pixel-Perfect-Jump, den man machen musste. Und da habe ich zum Glück einen Damage-Boost gefunden, der es halt erlaubt, weil man anscheinend, wenn man Damage bekommt, weiter fliegt, also weiter wegfliegt und dann über dieses große Loch kommt, ohne dass man rüberspringen muss. Und ja, das ist der Grund, warum ich diesen Speedrun auch hoffentlich bis zum Ende spielen kann. Weil sonst, hier ist zum Beispiel ein, jetzt kriegt ihr eure Bonus-Stage. Ah, das hören wir sie doch sehen. Das ist eines dieser Kinder, die Bonus-Stages spawnen. Ah, hast du jetzt auch und das Maschinengewehr? Aus Versehen ja, genau, ich habe jetzt das Maschinengewehr. Geil. Und jetzt kriegt ihr eure Bonus-Stage. Die kostet natürlich eine Menge Zeit, weil wir das einfach durchlaufen lassen. Aber die ist schön, das nehmen wir mit. Vorführeffekt, genau. Und jedes Mal, wenn man halt sozusagen eine Bonus-Stage zu Ende spielt, ohne dass man von diesen Ninjas angegriffen wird und die einen stellen sozusagen, kriegt man eine Magic. Und jetzt ist das You failed. Und deswegen haben wir keine Magic bekommen. Haben wir die Bonus-Stage auch mal gesehen? Mhm. Kostet halt nur Zeit. Ist aber schön, dass wir auch mal Teile des Spiels zeigen, die wir normalerweise nicht zeigen. Und du findest ja diese springenden Ninjas am schlimmsten. Ne? Oh ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nur den einen Track hier gibt. In dieser Version. Ja, das finde ich auch. Finde ich auch schade. Die Arcade-Version hat ein paar sehr, sehr schöne Tracks, wie ich finde, aber die sind das hier leider nicht dabei. Das ist ja auch ein Track aus der Arcade, also sozusagen, ja. Den gibt's auch, aber das ist halt nur ein Track, und das genau wie du gesagt hast. Oh, dieser Boss, den habe ich so gehasst. Ja, anstrengend. Ja, in der Arcade hast du zwar mehrere Projektile auf dem Bildschirm, aber du musst halt so hart hier mashen. Ja, aber mit dem Maschinengewehr natürlich super entspannt. Ansonsten selbst erklären natürlich, was man hier machen muss. Mhm. So, immer schön abarbeiten. Hinten ist die Wand. Ja, du kannst bei den Spielen kannst du grundsätzlich sagen, weil das sind ja schon dann actionreichere Varianten von sowas wie Kung Fu Master, fast schon so ein bisschen Beat'em-up-Style. So aus der Ecke, ich glaube, Shinobi war ja nicht das erste, sondern es muss ja Rolling Thunder gewesen sein. Ich glaube auch. Wenn ich mich nicht irre, sonst ich noch ein anderes Element hatte. Aber Sega hat viel so auch in der Form gemacht. E-Sport im Original kann man eigentlich auch ganz gut empfehlen. Die Arcade-Version zumindest. Das habe ich halt auch gehasst. So, ich habe das erste Mal, als ich es geschafft habe, diese Wand erstmal kaputt zu machen, warte mal, ist noch nicht vorbei. Und dann kommt noch so einer. Ah. Weil er viel zu leicht war. Der war zum Glück nur leichter als die Wand selber. So, und jetzt kommt
Der Lobster-Samurai. Boah, es geht schon richtig ab hier. Ja. Ah, da sind diese untoten, knochenwerfenden Samurai. Genau, einmal werfen, weil beim anderen Mal ist der zweite Arm dann auch weg. Uff. Ja, das ist natürlich nervig, so eine Dinger gab's. Arcade auch. Aber die sind auch sehr schlimm, die. Wenn du die berührst, die, dann fällst du in den Abgrund. Das ist wieder der Schluss, den ich meinte. Sehr gut, sehr gut. Den Fleeman einmal für was Gutes benutzt. Deswegen bin ich auch so ruhig, weil es ist echt schwer. Mhm. Gut getimte Projektile. Mhm. Nice. So, und dann sind wir beim einfachsten Boss des Spiels. Klar, ist ja auch nur ein Lobster. Die Stages sind Horror. Aber der Boss ist. Ja, man sieht's ja jetzt, ne? Ja, aber es liegt daran, dass du die Waffe natürlich hast. Das Maschinengewehr. Ja, auch mit den Shurikens genauso. Geht genauso. Aber dauert länger. Vielleicht, aber wenn man den Pattern kennt, dann ist es nicht so schwer. So, wenn man ihn nicht kennt, kann er aber sehr schwer sein. Das glaube ich. Aber jetzt geht's nochmal richtig. Ja. Oh, er hat Ball and Chain. Das ist ja nice, das kenne ich nicht. Ist auch wichtig für den Endboss, das Chain zu haben. Hm. Normalerweise hier unten ist noch so ein Knochentyp, aber da so viele Sprites sind, ist der despawned. Hm. Das nur als Info, warum wir so einfach in die Tür reingehen. Normalerweise ist da einer mehr, aber wir kennen das ja. Zu viele Sprites, da werden andere gedespawned, also nicht gezeigt in dem Spiel. Hm. Diese Level habe ich gehasst, als ich klein war, wenn ich da mal über war. Ja, es müsste auch die letzte Stage langsam sein, also die letzte Welt, oder? Genau. Ja. Hier war es so in der Arcade-Version, wenn du hier gestorben bist, also ein Continue verloren hast, konntest du auch keine Münze mehr nachwerfen, bist sofort Game Over gegangen. Das ist total ätzend gewesen. Das ist Leuten nicht mal möglich, mit ihrem Geld zu cheaten. Nee. So, der letzte sozusagen der Tempel vor dem Endboss. Und dann sind wir auch schon beim Masked Ninja. Diese Typen mit dem Stock sind ziemlich nervig. Weiß aber nicht, ob die auch nervig sind in der Arcade. So. Wenn die HP behalten. Mhm. Auch zum Boss. Bisschen RNG dabei. Ich hoffe, wir kriegen ihn trotzdem. Auf geht's. Letzter Boss. Endphase. Müsste trotzdem klappen. Deswegen brauchen wir das Chain. Ah, für die Reichweite. Für alle Bereiche. Ah, okay. Nicht so schlimm. So. Dritte Phase. Er hat 4. Mit normalen jetzt. Projektilen kannst du ihn nicht treffen. Doch. Yo. Und schon. Und er ist tot. Nice. Game. Time. Time.
Alright, nice, nice. Wir haben die Zeit natürlich nicht geresettet, wir haben es aber weiterlaufen lassen. Ja, sind wir bei 16 Minuten oder so. Ja, knapp 16. Knapp 16. Aber wenn man und da ist das Ende, Game Over, das wollte ich nur kurz zeigen. Game Over, das war's. Du hast es dir verdient, Game Over, again. Nice, gutes ja. Ending. Ey, aber sehr, sehr, sehr skillig, muss man sagen. Ja, also sowieso Respekt sowieso von den anderen Sachen auch, aber hier kommt es nochmal direkt durch, das ist ja, das verzeiht ja gar nichts. Ja, ne? Ja. Ein Fehler und du bist raus. Also du verlierst deine Power-Ups, du hast wieder 6 HP. Ja, also gerade mit dem Maschinengewehr, wo man halt auch Gegner töten kann oder One-Hitten kann teilweise. Ja, und das kannst du dann mit den Shurikens nicht mehr. Schwieriger Speedrun, aber umso cooler, wenn man ihn dann natürlich auch mal zeigen konnte auf einem Speedrun-Dale-Format meiner Freunde. Vor allem ist das auch bis zum Ende geklappt hat. Dafür, dass es so schwer ist, ist es zum Glück auch nicht so lang. Deswegen ist es vernünftig trainierbar, sage ich mal. Zeigst du uns dann die Arcade-Version demnächst? Ja, ich müsste nur noch mal meine Arcade aus dem Keller wieder hochholen. Ja, das ist easy. Ja. Ne? Das muss einfach mit hier aus der Hüfte heben. Dann ja, kein Thema, kein Thema. Sehr schön, also da haben wir schon mal ein gutes Filetstück zum Anfang gehabt. Lass uns gerne mit dem nächsten Kurs weitermachen. Mhm. Und zwar ein Spiel, das ich in der Arcade in- und auswendig gespielt habe damals. Auch sehr viele Drachmen vernichtet. mit der Double Dragon. Du spielst natürlich hier die Master System-Fassung, die ich nicht gezockt habe. Ich auch nicht. Ich kenne die Arcade-Version hauptsächlich. Ja. Ich bin mal gespannt. Ist sehr nah an der Arcade. Ist sehr nah dran. An der Arcade. Ja, ich habe heutzutage große Schwierigkeiten, die Arcade-Fassung nochmal zu spielen, weil die Steuerung doch sehr eigenständig ist. Mhm. Na, von wegen, wie haust du einen Gegner, wann machst du mit dem Ding Kick oder mit dem Ellbogen irgendwas? Das ist schon recht anstrengend. Ja, ja. Und du hattest ja auch nur zwei Knöpfe und dann den Ellbogen musstest du ja immer die entgegengesetzte Richtung drücken, damit der dann auch in die richtige Richtung drückt. Mhm. Das ist schon kompliziert. Aber ja, es ist auch einer der Klassiker der Arcades, der viel gespielt wurde und der auch vielen bekannt ist. Große Serie, ne? Double Dragon gibt es auf allen Konsolen, NES, Mega Drive gab es, glaube ich, auch eine Version. Also es gibt, glaube ich, kein Gerät, wo es kein den ich nicht so schlecht finde. Ich finde auch nicht so schlecht. Also damals fand ich das gut. Aber besser als der Street Fighter-Film, es tut mir leid. Wow. Hey. Also auch außerhalb vom Dienstag. Egal, ne? Ja, die Master System-Version hast du natürlich da am Start. Gab es natürlich noch was Spezielles, wenn man zwei Player gespielt hat, was das Ende angeht? Natürlich nicht leider ja, genauso wie in der Arcade. Man muss gegeneinander kämpfen um die Freundin. Jimmy versus Bimmy. Ja, das war. Weiß keiner. Das war mein Konzept für die eine Nerdquiz-Staffel. War genau Double Dragon mein Vorbild. Good Friends, Better Enemies, wo die Teams gegeneinander antreten mussten. Hat den Leuten nicht so gefallen da draußen. Aber ich war mit Double Dragon, war doch cool. Ja, wenn du bereit bist, dann können wir gerne dann auch zeitig loslegen und mal sehen, wie gut wir uns da durchprügeln können. Da ist es, ach, wie schön. Mhm. Technos. Müsst ihr Regie da gegebenenfalls noch ein bisschen anpassen. Ich weiß nicht, ob das Bild vielleicht kleiner oder größer ist bei dem hier. Dass da vielleicht ein bisschen Text. So sieht es dann aus. Wobei ich gehe mal ganz kurz rein. Ja, wie sieht es für euch auch, Regie? Passt das so oder muss da ein bisschen angepasst werden? Passt. Okay, ja, dann gut. Dann kannst du gerne starten oder wir können den Countdown machen, genau wie du magst. Mach einen Countdown. Okay, dann auf 0. 3, 2, 1, 0. Na denn. Das kennt man aus den Double Dragon Arcade und auch den anderen Double Dragon erste Version. Freundin wird erstmal schön in den Magen geschlagen. Nicht und dann weggetragen. Und dann, normalerweise kommt man dann hinten beim Auto raus, das haben sie hier nicht gemacht. Mhm. Normalerweise geht da das Tor auf und dann kommt man hier beim Mustang raus. Tor haben sie aber schon mal aufgemacht hier. Steuerung, wie du wahrscheinlich schon erwähnt hast, durch die zwei Knöpfe ist wahrscheinlich recht ähnlich wie auf der Arcade, ne? Mit von wegen, wie kickst du, wie machst du den Ellbogen, wie springst du? Genau. Und die, man benutzt hauptsächlich den Kick, weil der, sozusagen, man kann mit dem Kick in die Richtung weitergehen und sozusagen auch den Gegner relativ hart treffen, sage ich jetzt mal. Weil es geht ja darum, dass man, Abobo. Dass man relativ, dem Gegner relativ schnell viel Schaden zuführt, ne? Damit man dann in den nächsten Bereich kommt.
Gerade bei Beat'em Up Speedruns, also Sie auch nicht, wir haben ja einiges hier gemacht, Turtles oder Streets of Rage 2. Mhm. Wie machst du dann, wie kannst du Gegnern so schnell was abziehen? Hast du hier potenziell vielleicht auch mal, wir haben ja auch mit Despawns gearbeitet. Mhm. Ja? Wann können wir uns irgendwie vielleicht mal spezielle Positionierung machen, um Gegner zu despawnen? Keine Ahnung, ob es hier natürlich so geht. Komischerweise zum Beispiel, wenn man einen in den Schutzkasten nimmt, dann macht es nicht mehr Schaden, wenn man ihm mit dem Knie noch ein bisschen was mitgibt. Mhm. Warum? Weiß ich nicht, aber ist natürlich nicht wieder in der Arcade, wo man dann halt den Gegner... Ich glaube, das ist so eine der Techniken in der Arcade-Speedrun, dass man ihn halt in den Schutzkasten nimmt und dann die ganze Zeit das Knie in ihn reinrammt. Mhm. Dann ist er schneller tot. Aber das wirkt hier nicht. Also es gibt zwar diesen Move, aber der ist leider super schwach. Und hier haben wir den braunen oder schwarzen Abobo, Endboss in dem ersten Level. Und dann geht's auch schon in den zweiten Bereich und ihr seht, wer die Arcade-Version schon mal gespielt hat, der sieht halt, dass nicht nur die Grafik, also dass es vergleichbar ist. Hier sind wir halt in der Fabrik oder was auch immer. Und du, dass du nicht halten kannst. Jetzt haben wir nicht angezündet. Nee. Ich dachte, erst wenn das wirst. Es ist angezündet die ganze Zeit schon, aber es flackert wahrscheinlich nur. Was wir wollen, ist, dass die Typen eigentlich beide dahin gehen, aber dann killen wir halt nur den einen. Ist übrigens eine wichtige Technik im Speedrun, die Dynamit, so viele Gegner wie möglich zu killen, weil das spart natürlich Zeit. Und ja, also typisches Beat'em'up, ne? Gegner wollen immer hier den Baseballschläger aufsammeln. Ja. Deswegen folgen sie dem immer. Ich weiß nicht mal, wie es bei der Arcade war mit der Anzahl der Gegner. Natürlich bei so einer Konsole wie dem Master System kannst du jetzt nicht irgendwie 10 Gegner gleichzeitig haben, sondern meist maximal 2 oder 3. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Es waren schon einige, hatte ich das Gefühl, auf der Arcade, aber ich weiß nicht, ob es mehr als 2 oder 3 auch waren. Das weiß ich leider auch nicht. Zu lange. Was man hier auch sieht, ist, wenn... Also, was wir gerade vielleicht ein bisschen gesehen haben, ist Slowdown, ne? 4 Gegner oder 3 Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm macht automatisch einen Slowdown. Mhm. Also Lag. Wieder das Problem mit der Konsole, dass die Konsole selbst nicht so stark war. So, und jetzt hier nutzen wir den Abgrund. Ja, das eigentlich. Das muss man eigentlich auch. So, da ist er von unten. Die Frau Kyle, die ist auch erstmal weg. Hat man sich immer gefreut, hey, ich muss sie nicht bekämpfen, schön runter. Auch wo diese Brücke ist, übers Wasser habe ich es gerne gemacht. Genau, das haben wir gerne halt bei Golden Axe gemacht, Simon und ich. Und wo gab's das noch? Battletoads, genau. Battletoads, ja. Ja, typische Speedrun-Technik natürlich, Abgründe, Wasserfälle oder Wassergruben, glaube ich, bei der Arcade auch, wo man... Oh, uff! Oh. Oder sie können es auch. Ja, das sind auch Speedrunner. Aber ja, wir haben nur ein Leben verloren. Besonderheit in diesem Spiel ist tatsächlich, dass man im letzten, in der Mission 4, keine Continues hat. Aber es gibt ich würde es jetzt nicht sagen Cheatcode, aber eine Möglichkeit, auch da wieder Continues zu bekommen. Sonst würde man mit den Leben spielen, die man hat, sozusagen. Also wenn ich jetzt mit 2 Leben in die letzte Mission gehe und dann Game Over gehe, dann war es das. Aber man kann mit einem Trick die Continues wieder freischalten. Lass mich raten. Und kann Player 2? Nein. Oh, verdammt, ich hab falsch gedacht. Oben 1 und Start auf der Konsole. Nein, keine Ahnung. Ich zeig's euch dann nachher. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn man das nicht kennt, ne? Also wenn man das nicht weiß und dann immer wieder dieses Spiel nicht durchspielen kann oder zu Ende spielen kann, weil man hat eigentlich unendlich Continues, ja? Also man kann zwar Leben verlieren, aber... Zum Glück kann man das Spiel immer wieder mit Continuous hier weiterspielen bis Mission 4. Und dann auf einmal Game Over. Und versuch nochmal von vorne. Das ist nicht so toll. Das ist halt die Arcade-Cruelty. Das hatten wir auch bei Shinobi schon. Dass bei der letzten Stage du keine Continuous mehr hast. Aber die haben das zum Glück hier eingefügt. Man muss halt, wie gesagt, nur Input bei bestimmten Stellen machen. Und wenn man das dann macht, dann kriegt man wieder Continuous und kann das Spiel auf jeden Fall beenden. Und die Gegner sind natürlich auch mit jeder Mission werden sie immer stärker, obwohl sie genauso gleich aussehen. Boah. Aber die trainieren zwischen den Leveln, gehen ein bisschen pumpen. No. Geht schon.
der eine Typ läuft vor dir weg. Ja, sagst du. Ja, der holt den Baseballschläger. Ah, jetzt habe ich wieder Eier. Oh, ja, ist aber nicht gelohnt. Für ihn zumindest. Und wie ihr seht, wollt ihr gerade den Baseballschläger wiederholen. Mhm. Also. Das ist eine gute Technik eigentlich. Und normalerweise brauchen die Gegner zwei Attacks und hier mit dem Baseballschläger tatsächlich nur einen, dann werden sie sofort weggeschleudert. Ja, normalerweise müsste man zweimal auf ihn einhauen, aber ja. Das ist natürlich eine tolle Technik. Leider kann man den Baseballschläger nicht mitnehmen zum nächsten Bereich. Den Typen muss ich jetzt eigentlich ins Wasser schicken. Den Abobo habe ich schon ins Wasser geschickt. Ja, so kann man ganz schnell Leben verlieren. Ja, ist auch für, beim Automaten war das entweder man haut selber dann sich ordentlich rein oder nimmt vielleicht auch mal einen Gegner mit. Aber heftige Stelle, ja. Ja, und wie gesagt, zum Glück haben wir noch unendlich Continues. Das sieht man an dem Push-Start für den zweiten Controller. Also sprich, man sieht ja oben rechts Push-Start und das bedeutet, man hat halt Continues. Und das habe ich jetzt gerade auch wieder genutzt und man hat halt unendlich Continues, bis man halt in Mission 4 geht. Und da muss man halt was Bestimmtes machen, damit man dann wieder Continues bekommt. Sonst versucht, also ohne Continues würde man halt fast sagen, okay, dann muss ich 3 Leben oder 4 Leben haben, um das zu Ende zu spielen. Mhm. Aber casual, langsam durchgehen. Ist kein Time Limit hier. In der Arcade gibt es ein Zeitlimit, falls man sich daran erinnert. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr euch noch daran auskennt, aber es gibt tatsächlich einen Timer in der Arcade, der runterläuft. Oder war es die Megadrive-Version? Ich meine, es müsste auch in der Arcade gewesen sein. Kann sein. So und wenn Kindheitserinnerung. Und dann genau, muss man halt in den Zeitintervall das dann halt zu Ende spielen. Und hier auch wieder ein Abgrund, ne? Man kennt das Spiel. Ja. Wasser vorhin, Abgrund hier. Die will man natürlich auch immer mitnehmen, ne? Weil es dann viel schneller geht. Was ist denn los? Und Jabobos. Jabobros kommen dabei dann. Und hier muss man dafür sorgen, eigentlich, dass beide hinter einem kommen. Deswegen will man eigentlich. Also, mein Trick ist halt hier einfach Intentional Death. Verliert man ein bisschen Zeit, aber dadurch kommt man hinter sie und dadurch kann man sie schneller hier den Abgrund runterkicken. Und da man ja eh unendlich Continuous hat bis Mission 4, bis man den Trick anwenden muss, macht man das halt immer wieder, verliert ein bisschen Zeit, aber man gewinnt halt Zeit, weil man muss nicht warten, bis die Abobos eine bestimmte Position haben. Speedrun-Tricks halt, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und jetzt sind die Menschen schon grün, ja, also ich weiß nicht, was die da genommen haben. Grün bedeutet gefährlich. Oder Zombie. Und wenn ihr mal auf unseren eigenen Charakter oben links guckt, der ist auch schon grün. Oh nein. Wir sind also eigentlich auch grün. Wir zeigen es nur nicht. Aber was sie sich dabei gedacht haben, vielleicht so ein bisschen Altered Beast Power-Up. Und hier ein ganz cooler Trick, den ich auch rausgefunden habe. Guck mal, oben. Ah nee. Ich habe einen gespawnt. Normalerweise ein Gegner ist da oben im Stein. Ah, wenn man das richtig timet. Also so ein bisschen, wie sagt man, lustige Glitches bei Speedrun da. Konnte ich leider nicht zeigen. Aber ihm komplett zu despawnen, ja, vielleicht ist er in den Abgrund gesprungen, vielleicht hat er sich einfach das Leben genommen. Wir wissen es nicht. Hm. Und hier haben wir einen grünen Abo. Und jetzt geht's in Mission 4. Und jetzt zeige ich euch mal den Trick. Ihr seht, es blinkt nicht mehr, Push Start. Ne? Jetzt gehst du hier hin und machst 10-mal einen Roundhouse Kick. Und wenn du das 10-mal gemacht hast, dann erscheint bei Player 2 wieder Push Start. Da. Ja. Okay. Und dadurch haben wir wieder Continuous. Nice. Und müssen das Spiel nicht mit 2 Leben zu Ende spielen. Sind die Wände normalerweise RNG, wie die Sachen da rauskommen? Nein, sind's nicht. Hilfreich natürlich. Normalerweise gibt es einen Trick, diese Steine jetzt vorher schon passiert zu haben, aber Showcase, ich hab's verkackt, deswegen müssten wir warten. Aber gut, ist ja nicht viel. Ein paar Sekunden. Die Teufel kennt man auch aus dem Arcade, die einen immer selbst attackieren und die Gegner.
Und jetzt auf zu den Abobos, die aus der Wand kommen. Bum, bum. So eine schöne Wand. Wäre schade, wenn sie jemand kaputt macht. Ja, finde ich gut, dass sie Abobo als Charakter aber auch nochmal dann sein eigenes Spiel spendiert haben. Mhm. Abobos Big Adventure, oder was war das? Ja. Ja. Das war nicht von den Machern, aber... Ja, aber hat, also, ist immerhin ein besseres Spiel als Double Dragon 4, muss man sagen. Das ist ein sehr gutes Spiel. Und natürlich großer Charakter im Film. Mhm. Ich sehr interessant, hattest du das Neo Geo Beat'em'up mal gespielt, Sia? Ja. War ja auch, das hat ja auf dem Film basiert, würde ich sagen, ne? Oder? Gefühl? Ein bisschen, ja, ja. Kann, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Aber war ungewohnt für mich ein Fighting-Game statt ein Beat'em'up eben zu zocken, was Double Dragon heißt. Ja. Ich meine, von Golden Axe gab es ja auch ein Fighting-Game später. Ja, The Duel. Ja. Aber es war nicht, es war okay, aber nicht so der, der war okay, genau. Zack, zack. Zack, hier. Ja, man benutzt halt alle möglichen Techniken, halt einen Vorschlag und dann zum Beispiel einen Kick. Das Gute an dem Kick ist, dass man auch den Gegner zweimal treffen kann, theoretisch. Also zum Beispiel hier, wenn sie an der Wand sind, das wird man hier beim Abobo sehr gut sehen, dass man mit dem Kick ihn zweimal treffen kann. Ja. Und das macht natürlich dann auch doppelten Schaden, weil die haben keine Iframes, die Gegner. Außer wenn sie halt mal kurz so gucken und sagen, oh, du triffst mich. So, und jetzt nutzen wir gleich mal hier Credit. Und dann sind wir auch schon im letzten Boss-Bereich. Und man muss bestimmte Gegner besiegen, damit auch der Boss spawnt. Das ist Gauntlet. Also man könnte auch alle Gegner besiegen, aber jedes Mal, wenn man... Wo wollt ihr denn immer hin? Ich hasse das, wenn die das machen, ey. So, das ist der erste Gegner hier, den man eigentlich besiegen muss, der hier gerade mich anspringt. Und dann kommt der nächste oben rechts, das ist einer der sogenannten Karate-Kämpfer oder was auch immer, also der auch wie wir ziemlich viel drauf hat. Und wenn wir den hier besiegt haben, dann kommt schon der Boss mit seinem Maschinengewehr. Und wenn wir vom Maschinengewehr getroffen werden, dann ist es halt Instant Death. Und jetzt stellt man sich vor, man hat nur zwei Leben oder ein Leben. Hm. Und dann soll man das mal probieren. Und da was, ist er. Und was ist denn hier los? Das geht ja so nicht. Wer baut denen auch ihre Lairs immer die ganze Zeit? Muss doch Neiden Geld kosten und muss auch Aufwand sein. Und irgendjemand muss auch sauber machen. Und ihr seht schon, er schießt auch. Und wenn man relativ nah an ihn dran ist, dann attackiert er einen auch mit seinem Gewehr. Und Time ist in dem Moment, wo Bonus auftaucht. Also wenn die Gegner, die dann noch übrig sind, sozusagen aus dem Bildschirm rausrennen, dann ist auch Time. Ich glaube, wir müssen ihn auch zweimal treffen. Und er schießt mir hier dauernd ab! So, da ist er tot und Time ist jetzt. Time. Nice. 14:48. Schön. Sehr gut. Da ist sie. Die Frau, die gleiche Haarfarbe wie der Teppich hat. Ist doch schön. Ja, und was ich nicht verstehe und glaube niemand in Double Dragon ist, dass die beiden Brüder dann um sie kämpfen und sie dann auch mit dem Gewinner weggeht. Es ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie sie das geregelt haben untereinander. Das Ding ist ja, die sind keine richtigen Brüder, von daher. Ah, da geht es also, da kann man sich, man ist Brüder nur so lange. Ich meine, hast du den Film nicht geguckt? Der eine mag der Kaskos, der andere nicht mag der Kaskos. Nicht mag der Kaskos, ja. Ja gut, na, wenn der Crying Freeman dabei ist, dann hat er einfach nur recht. Nee, schön, danke dir auch nochmal dieses Kindheitsgame. Ja, nochmal sehr, sehr sehen. Cool. Ich kann schon sehen, wenn ich es casual dann auf dem Master System nochmal gespielt hätte, es fühlt sich schon recht anstrengend an, ne? Ja, die Gegner halt, die entsprechend überall hinlaufen und ja, um sowieso wie, keine Ahnung, wie so ein Kreis um dich bilden, so okay, wer greift jetzt an und ja. Dann, also ist schon ein bisschen nervig, aber macht schon Spaß. Ja. Ist ein tolles Spiel auf jeden Fall. Und eine
Ein gutes Beat'em-up für Master System. Also wir sagen dir nicht nur dafür danke, sondern auch für die ganzen anderen Sachen, die du gezeigt hast. Natürlich hast du noch mehr im Repertoire, aber wir wollen auch nicht dann zu viel dich in Beschlag nehmen. Du hast auch gesagt, das Master System-Projekt ist erstmal aktuell vorbei, dass du also aktiv da runst. Aber du machst natürlich auch weiterhin Sachen. Wir können gerne darauf hinweisen. twitch.tv/goldendude1 war es, ne? Kann man gerne nochmal einblenden. Kann man gerne bei dir vorbeischauen. Und, ja, bei mir zu Hause. An genau, der Tür genau. Machst dir in die Tür auf, kochst Sturmklingeln. Ja, genau, einen kleinen Tee aufsetzen oder so, passt schon. Genau. Aber gerne mal vorbeigucken und mindestens den Follow hinterlassen. Und wie immer, wir danken dir wirklich sehr dafür. Sehr schön, dass die Flagge des Masters ist. Ja, das war ein sehr, sehr schöner, also sehr viele schöne Master System Folgen fand ich jetzt die letzten Wochen. Genau, und bist natürlich auch, je nachdem, ob du noch mal Master System weiter zeigen willst, hast ja noch einige Spiele oder andere Sachen. Oder vielleicht noch mal Altered Beast. Oder Altered Beast. Willst du wirklich noch mal Herausforderungen machen? Nein, das Thema ist durch. Da bin ich der ungeschlagene King und das bleibt auch. Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal das Master System Speedruns hier, ne? Oh ja. Master System Speedruns, ich hab schon die Idee für unser nächstes Projekt, also was in diese Richtung von Altered Beast gegangen ist. Also so diese eine Stunde Challenge. Sowas wie Altered, oh Gott, ich mag mir gar nicht vorstellen, was du da ausgabst. Ich habe nichts Schlechtes ausgesucht. Also Altered Beast war ja auch ziemlich geil, oder nicht? Absolut geil. Das geilste ever. Keine Sorge, es wird nicht Mega Man sein. Sorge. Da können wir es nochmal in Ruhe absprechen. Natürlich, wir sagen aber dir natürlich, wie gesagt, schon mal danke und danke an euch da draußen. Ihr könnt euch gerne hier auch melden. speedrandale@rocketbeans.tv. Wenn ihr euch bewerben möchtet, direkt bei Sia geht's auch, @simiclove unter Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Ansonsten, wenn ihr da bei Twitch zuschaut, du bist gerade dabei, Cyber Shadow in 15 Minuten durchzuspielen. Unter 15 Minuten. Unter 15 Minuten. Mindestens. Und denkt auch gerne daran, die können uns gerne unterstützen mit dem Supporters Club, dann werden viele Sendungen hier möglich gemacht auf Rocket Beans TV. Und für die, die es machen, schon vielen großen Dank. Wir sagen danke und wir sagen tschüss, bis dann. Bye, bye.